Moin, Willem. Moin, Puttwagen. Moin, Paul. Moin, Willem. Klingt was an? Alles klar an Bord. Gute Wache. Danke, tschüss. Tschüss. Na, Puttwagen, alles klar? Alles klar. Du, Puttwagen? Ja. Die Leute sagen doch immer, Schildkröten. Die werden 200 Jahre alt, ne? Ja, das stimmt. Fiete hat vorgestern eine Schildkröte geschenkt gekriegt. Und gestern ist sie gestorben. Dann ist sie gestern 200 Jahre alt geworden. Be the right place. Rather nice place, isn't it? Yeah. Go on and knock. Good morning. Wieso oh? Oh. Good morning. Morning. Was kann ich für Sie tun? My name is Bill Stillwell. This is my friend Jeff. Jeff Roberts. Oh. Oh? Why oh? Why oh? Was möchten Sie? I mean, what do you want? Oh, thank God, you speak English. Yes, I do. Can I help you? We're looking for a friend of ours, Mr. Charlie Harmison. Does he live here? Ach so, Sie wollen zu kuddeln. What? I mean, you want to see my brother Charlie. Charlie's kuddel. Kuddle? Kuddle? What does that mean? I mean, you want to see Charlie Harmson. Yes. Charlie is Kuddle. Kuddle is... His nickname is Kuddle. Oh, Kuddle, see, that's funny for him. He's not here, is he? He said he'd be here by about 11. Ola, wer ist denn da? Was wollen die? Das sind Freunde von Kuddle. Er hat sie hier bestellt für 11 Uhr. Ach so, das sind bestimmt wieder welche, die er verhauen hat. Fiete. I'm sorry, but my brother isn't here. He's still on his ship. Oh, he's on his ship, is he? Mm. Well, then... Come on, let's wait. Oh, yes. Thank you. Fiete, sag doch bitte Mutti, sie möchte Tee machen, ja? Bruns, vier weg! Mensch, pass doch mal auf! Was soll ich denn machen? Mann, stell dich nicht so an! Mutti bringt gleich den Tee. Fiete, unterhalte dich doch bitte mit den beiden Herren. Ich bin gleich zurück. Ich zieh mir nur was an. Mach ich. Do you speak English? Yes. Good. Where's your brother then? He's on his ship, isn't he? When's he coming back? Yes, er ist auf dem Schiff. Right, he's on his ship. When's he coming back? Yes. Hat Kuddle sie verhauen? I don't think he understands a word you've said. Do you understand a word I was telling you? Yes, er ist auf dem Schiff. Ha. What's your sister's name? Yes. Your sister is a very beautiful girl. Yes, er ist on sein Schiff. Grüß Gott, die Herren. Good morning. Good morning. I'm Bill Stillwell. This is my friend Jeff Roberts. Na, das ist aber nett. How do you do? Schön, dass Sie gekommen sind. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Er wird sich der Karl aber freuen. Sie trinken doch sicher einen Tee. Yes, please. Oh, thank you very much. Karl wird sicher bald kommen. Wenn Sie so lang warten wollen, er müsste eigentlich schon lang da sein. Aber bitte setzen Sie sich doch wieder hin. Ja,
Bei Seeleuten weiß man ja nie, wie lang sowas dauert. Aber wem sage ich denn das? Sie sind ja sicher selbst Seeleute. Und, Thank you very much. Aber Sie stehen ja immer noch. Please, why don't you sit down? Oh, Gott sei Dank, dass du kommst, Ulla. Weißt du, ich verstehe ja die beiden Herren nicht so sehr gut. Danke, ich mach das schon. Thanks. Very nice. How long do you stay in Hamburg? We have to leave again tonight. Oh, I see. Was hast du gesagt? Ich habe Sie gefragt, wie lange Sie in Hamburg bleiben. Sie fahren heute wieder raus. Yes, wieder raus. Wie heißt euer Schiff denn und wo fahrt ihr hin? Mm-hmm. Fiete wants to know the name of your ship and what you loaded. She's called Cornwall and we carry industrial goods. Das Schiff heißt Cornwall und Sie fahren irgendwas, was mit Industrie zu tun hat. Wo fahren Sie denn hin? Our junior is so curious. Please excuse him. He wants to know where you are going. Here we load German cars and carry them to Canada. And then we... There we pick up wood and take it to London. Yeah, exactly. Sie fahren mit Autos nach Kanada und da holen Sie Holz und bringen es nach England. Mit Autos? Ja, habe ich doch gesagt. Ich denke, das sind Sailors. Wieso sind Sie doch auch? Na, warum fahren Sie dann mit Autos? Was? Na, du hast gesagt, sie fahren mit Autos nach Kanada und holen... Ach, Fiete, du bist blöd. Sie laden Autos und bringen sie nach Kanada. Mit dem Schiff natürlich. Du hast gesagt, mit Autos. Fiete! I think she's rather nice, don't you? Yeah. Na, wenn sie mit dem Schiff fahren, warum sagst du es denn nicht gleich? Fiete, wenn du nicht gleich verschwindest. Ich gehe ja schon. Nur hab ich wieder Schuld, wenn du dich so dusselig ausdrückst. Nein. Fiete! Ja, was ist denn? Kommst du mit zum Strand spielen? Da! Müssen wir 11 Meter schießen! Komm mal mit! Komm! Oh, Verzeihung. So, das wär's denn wohl. Bleiben Sie an Bord, Hansen? Nee, Herr Kapitän, ich fahr nach Hause. Ja, ich auch. Fahren Sie zu Ihrer Frau nach Bremen? Ja, wir haben unseren Hochzeitstag. Trifft sich ja gut, dass Sie gerade hier sind. Wie Sie sich das vorstellen? Unser Hochzeitstag war vor 8 Wochen. Oh. Wir feiern ihn nicht mehr dann, wenn ich gerade mal zu Hause bin. Also, tschüss, Herr Amsen. Ich bin Montag wieder da. Tschüss, Herr Kapitän. Viel Spaß auch. Danke. Was denn? Die dänische Marine ist noch an Bord? Ich denke, du bist längst auf St. Pauli. War ich auch, aber... Na? Es hat eine Geschwierigkeit aufgetaucht und ich... Nein, schieß mal los. Was soll ich denn für dich ausbügeln? Du bist ein guter Mann. Du erreichst immer meine geheimlichen Ideen. Du, ich habe ein Irrtum gemacht. Olaf, ich habe mich geirrt. Was? Du auch? Nein, ich nicht. Ich meine, auf Deutsch heißt es meine geheimsten Ideen und ich habe mich geirrt. Mir ist egal, wie es auf Deutsch heißt. Hauptsache ist, du kannst mich ausirren. Ausirren? Mann, du erfindest Wörter. Also los, was soll ich für dich ausirren? Ich war heute Nacht noch in St. Pauli. Es war sehr reizend. Zuerst habe ich beim Fisch gesessen und viele Gläser Bier getrunken. Olaf, ich will heute noch mal nach Hause. Was du gegessen hast, interessiert mich in feuchten Staub. Also los, was hast du angestellt? Entschuldige, ich dachte, es interessiert. Also ich fasse mich zusammen. Da war ein Mädchen. Sie heißt Sabine mit Namen. Ich habe sie gesagt, sie soll mich von Bord holen. Sie wird hierher kommen. Und dann habe ich, so meine ich später, noch ein Mädchen bestellt. An Brücke 9. Auch sie heißt Sabine mit Namen. Ja, nun muss einer ausgeirrt werden. Moment mal. Die heißen beide Sabine? Zufall. Ich schwöre dir, es war ein Zufall. Ich habe es nie gewollt. Ja, ist ja gut. Es gibt ja eine Masse Bienen, die Sabine heißen. Und welche soll ich jetzt ausirren? Das ist die Probleme-Schwierigkeit. Wie? Ich weiß das nicht. Wieso weißt du das nicht? Ich weiß nicht mehr, welche Sabine ist, die mich von Bord holen soll. Und welche Sabine von Brücke 9 ist. Wie sehen sie denn aus? Wunderentzückend. Beide? Beide. Wunderentzückend. Mhm. Und eine willst du jetzt wieder loswerden? Nee, das nicht. Da kannst du dich nicht mal ein bisschen klarer ausdrücken. Es ist einfach. Ich verstehe nicht, dass du nichts verstehst. Wenn einer nicht kommt, ist der andere für Sicherheit. Aha. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Zu wann hast du sie denn bestellt? Eine Sabine kommt für jetzt genau an Schuppen 28 und in einer Stunde kommt Sabine Nummer 2 an Brücke 9. Landungsbrücken. So ist genau. Auf der Terrasse. Komm,
Dann gucken wir erstmal nach der Sirene 1 und nachher kümmern wir uns um die Sirene 2. Nix ist. Keine Sabine. Schweinsauerei! Deutsche Mädchen ist keine Zuverlässigkeit. Sie verabredet sich mit einem köstlichen Seemann. Sag mal, bei dir piept's wohl. Die Schweinsauerei hast du ja wohl gemacht. Mit zwei Mädchen gleichzeitig. Und dann noch mit zwei Sabines. Unlogisch. Eine Sabine weiß nicht von der anderen Sabine. Also unfair und eine Schweinsauerei, eine Verabredung nicht anzuhalten. Einzuhalten und jemand anhalten ist was anderes. Außerdem sind es vielleicht Schwestern, da hat die eine der anderen gesagt, ach so. Du bist nicht nur unlogisch, sondern auch doof. Ja, ich weiß. Welcher Papa nennt seine beiden Töchter mit demselben Namen? Okay. Na, guck da! Sag du noch was gegen die deutschen Mädchen. Da ist Sabine Nummer 1. Da ist sie ja! Na also! Vorzüglich! Pass mal auf. Du gehst zur Brücke 9 und sagst Sabine Nummer 2. Was? Es wird dir schon was beifallen. Einfallen. Schieß doch! Eil dich, wenn du kannst! Mann, wirst du eine Flasche. Achtung! Jetzt schießt uns Uwe! Tor! Schied! Komm! Halt, das dürft ihr nicht! Das ist verboten! Geworden. Kommt sofort an Land! Passt auf, ihr verdammten Bengels! Ach. Mutti, darf ich mit den beiden auf den Sülberg gehen? Sie haben mich eingeladen. Kind, du allein mit zwei Ausländern, die du gar nicht kennst. Oh, Mutti, warum soll ich denn nicht mit ihnen essen gehen? Na ja, ist gut. Und wenn Karl danach kommt, brauche ich mir ja sowieso keine Sorgen zu machen. Vielleicht holt er ja auch Fräulein Behrens noch ab. Helga? Glaube ich nicht. Weißt du da was Genaueres? Nö, Genaueres nicht, aber so dicke scheint mir das mit den beiden nicht mehr zu sein. Ach Gott, ich finde die doch eigentlich ganz lieb. Ja, sicher, aber mach was. Tschüss. Tschüss. Ulla? Ja, was ist? Hast du denn überhaupt Geld? Nicht mehr viel. Da steckt es ein für alle Fälle. Oh, Mami, du Ja, jetzt haut ab. Los, komm, Fiete! Los, nix wie weg! Uwe! Uwe, wir müssen doch noch das Boot festmachen. Wenn die Flut kommt, dann treibt es uns doch weg. Mensch, Hanni, wenn das Fahrt hier fährt, yes, yes, yes. Das Boot bringen wir morgen wieder zurück. Komm, Hanni. Ah, da habe ich wenigstens einen erwischt.
Das sind doch deine Freunde, die beiden da, was? Na, du sag mir mal, wie heißen die? Na, ihr werdet was erleben. Keine faulen Ausreden, mein Junge. Du kommst jetzt mit. Ich komm, guck dir das mal doch, an. Doch, kommt ja für das Vater. Ach, das ist ja fein. Na, das guten Tag, mein Name ist Hans. Was ist hier los? Von meinem Jugendfeld. Ja, du, erst mal ganz gut. Was machen wir hier sauber? Komm, Anni. Verdammten Mängels. Ach, was nicht zu ändern ist, eben nicht zu ändern. Na, das sagen Sie so. Das ist ein ganz hübscher Schaden. Das kostet eine Kleinigkeit. Ach, nun machen Sie mal keine Gedanken. Ich bin eine Anzehen Haftpflichtversicherung. Die zahlt das ja alles. Och, mit mir zahlen allein sind wir da nicht von ab. Hey! Ach. Was soll ich bloß dem Eigentümer sagen? Das werde ich Ihnen sagen. Was Sie dem sagen? Dem sagen Sie, dass dann Bengel mit dem Beiboot dann längst geschrammt ist. Das soll ich dem sagen? Ja, das können Sie ihm sagen. Ja, was meinen Sie, was der mir dann sagt? Der wollte morgen los, die Elbe runter durch den Kanal in die Ostsee. Naja, daraus wird ja wohl nichts mehr, nicht? Sie haben gut lachen. Ach Gott, ich lach doch gar nicht. Und zweitens bezahle ich das ja alles. Was soll ich denn noch machen? Verdammt, schick. Oh, wenn ich den Bengel erwisch. Und, was dann? Na, der kann Wasser leben. Nee, das überlassen wir mir. Mach ich ganz alleine mit dem ab. Na, die Eltern sollten mal besser auf ihre Kinder aufpassen. Dann würde sowas nicht passieren. Ach Mann, du, haben sich doch mal nicht so. Sind auch mal jung gewesen. Aber sowas haben wir nicht gemacht. Na, ich will das auch gar nicht beschönigen, aber was nicht zu ändern ist, eben nicht zu ändern. Du kannst nicht mit, Honey. Du musst schön hier bleiben. Nee, diesmal geht's nicht. An Ihrer Stelle würde ich ja nicht so rumstehen. Ziehen Sie keinen an Land, fangen Sie an zu reparieren. Aber Sie glauben doch nicht, dass ich das bis morgen wieder hinkriege. Bis morgen, nee. Aber wenn Sie sich ranhalten, vielleicht bis übermorgen. Na, Sie haben gut reden. Ist ja auch Ihre Sache, nicht? Sie haben ja meine Adresse. Wenn was ist, dann wissen Sie, wo ich wohne. Sagen Sie mal. Wo haben die Bengels eigentlich das Beiboot gelassen? Ja, nicht wahr? Das hätten sie wenigstens wieder zurückbringen können. Was denn? Gegen die Strömung? Können sie gar nicht verlangen von den Jungs. Haben sie das wenigstens anständig festgemacht? Tja, soweit ich das sehen konnte, haben sie das ans Strand gezogen und vertäut. Na also. Ja, aber ich? Das kann ich nur auch noch machen, nicht? Und? Welchen Rudern hält, Jung? Macht schlank, ne? Na, Sie haben gut lachen. Also erstens lache ich nicht und Hannibal, du bist ja ganz alleine. Du hast ja Fiete gelassen. Na, du komm mit, komm. Na los, hopp. Thank you.
Charlie. Ja, Major? Können Sie mir sagen, wo der englische Frachter Cornwall liegt? Cornwall weiß ich nicht genau. Was willst du denn da noch? Da fährt ein Freund von mir drauf. Dem muss ich was sagen. Die Engländer liegen meist schon um 28 oder 30. Danke. Oh, da nicht für. Entschuldigen Sie, sind Sie von Herrn Sabine? Ja. Sie sind doch mit Olaf hier verabredet, nicht? Ja, und? Ja, es tut mir sehr leid, aber Olaf kann leider nicht kommen. Ich bin ein Freund von Olaf. Entschuldigen Sie, Karl Harmsen. Olaf kann nicht kommen? Nein, er hat mich hergeschickt und es tut ihm sehr leid, aber er... Was ist denn? Um Himmels Willen, ist ihm was passiert? Tja, bitte erschrecken Sie nicht, aber er... Na nun reden Sie doch schon, was ist los? Ist er tot? Nein, das nicht. Noch lebt er, aber er... Ja, was ist mit ihm? Was ist denn los? Er hat sich das Bein gebrochen. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank? Na, hören Sie mal. Entschuldigen Sie, so habe ich das nicht gemeint. Ich dachte schon, es wäre was Schlimmeres. Ist ja wohl schlimm genug. Ja, natürlich, aber nicht so schlimm als... Aber das ist noch nicht alles. Nein? Nein, das ist nämlich so. Er hat nicht nur ein Bein gebrochen. Ja, was denn noch? Zwei Beine. Ich meine beide Beine. Entsetzlich. Tja, der arme Kerl. Wie ist das nur gekommen? Gestern war er noch ganz gesund. Tja, wie das Leben so spielt. Er ist eine Treppe runtergegangen, vielmehr runtergefallen und... Entsetzlich. Furchtbar. Und nun? Und nun? Wieso und nun? Meine, wo ist er jetzt? Kann ich ihn besuchen oder kann ich irgendwas für ihn tun? Nichts. Er wird gerade operiert. Sie haben ihn abgeholt mit Tatü, Tata, deinen Schikanen. Jetzt ist er wohl im Hafenkrankenhaus. Der arme Kerl. Aber das kommt nur davon, weil die Treppen auf den Schiffen immer so steil sind. Da haben Sie völlig recht. Da werden Schiffe gebaut und alle mit steilen Treppen. Tja, und dann die armen Seeleute, denkt kein Mensch. Ist ja kein Wunder, wenn alle Seeleute mit gebrochenen Beinen rumlaufen. Im Hafenkrankenhaus ist er? Ja, und sein letzter Gedanke waren Sie. Ich? Ja. Bring es ihr schonend bei, hat er gesagt. Und dann ist er gestorben. Dann haben Sie ihn weggebracht. Ich fahre sofort zu ihm. Nein, nein, das geht jetzt nicht. Aber warum denn nicht? Meinen Sie, dass Sie mich nicht zu ihm lassen? Wer? Na, die im Hafenkrankenhaus. Auf keinen Fall. Sie operieren ihn doch noch. Zu komplizierte Brüche. Sowas dauert lange. Aber ich muss ihn doch trösten. Och, da soll es sehr hübsche Schwestern geben. Bitte? Naja, ich meine, Sie bringen ihn sicher wieder zurück. Um 12 Uhr ist er bestimmt wieder an Bord, haben Sie gesagt. Heute Nacht um 12? Ja, um 12 Uhr ist er bestimmt wieder da. Fragen Sie auch dann mal nach. Wiedersehen. Mann, die beiden habe ich ja völlig vergessen. Wo sind denn die hin? Die wollten zum Südberg was essen und dort auf dich warten. Ob sie noch da sind? Na, wenn sie gesagt haben, sie wollen auf dich warten. Ja, ich guck mal nach. So, zwei schnell noch mal in den Hafen und versuch's mal an Bord. Ja, wenn aber nun der Vierte nicht heimkommt, dann müssen wir ihn doch suchen. Ach, der kommt schon wieder. Der soll mir bloß nach Hause kommen. Er kann was erleben. Na, nun sei doch nicht so aufgeregt. Das kann doch mal passieren. Nee, nee, nee. Sowas darf eben nicht passieren. Der Junge ist doch alt genug. Aber was? Wenn man in solche Drift kommt, dann kann man nichts machen. Da kannst du einfach nicht gegen ankommen. Alles bloß wegen dem verdammten Ball. Mann, du bist doch auch mal jung gewesen. Aber sowas, sowas haben wir nicht gemacht. Ach nee. Hm? Du willst doch wohl nicht, dass ich anfange und erzähle, was du alles angestellt hast, ne? Naja, ist ja auch egal. Aber der soll mir bloß nach Hause kommen. Was meinst du, was das kostet? Oh, warte, bitte hol doch die Versicherung. Na klar, bezahlt das die Versicherung. Aber denk aber, doch... aber. Hauptsache ist der Junge, kommt nach Hause. Ach. Opa, du meinst doch nicht, der Junge wird doch nicht. Was wird denn nicht? Fällt dir denn nicht auf, dass der jetzt noch nicht da ist? Es ist Zeit zum Abendessen. Ach was, der wird schon in den Laden kommen. Hoffentlich. Weißt du, warum der nicht kommt? Angst hat der.
Und mit Recht. Na? Was heißt das? Was heißt na? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Er hat mit Recht Angst vor dir. Aber ob das richtig ist? Was willst du damit sagen, Vater? Opa will sagen, dass es besser wäre, er hätte keine Angst und käme nach Haus. Aber Anna, ihr meint doch nicht, der Fiete traut sich nicht mehr nach Hause? Ach was, wenn der Hunger kriegt, dann kommt er schon. Zu Mr. Roberts. Na, dann geh mal hin. Entschuldigen Sie, wo wohnt denn der? Da soll das ein Matrose sein oder ein Offizier? Ein Offizier, der zweite, glaube ich. Mitschiffs. This number is called Julian and Tiddly by the rubber caps. Where's the guy, you? This is great fun. I'm really enjoying myself here. You like the fun? No, it's good. You saw it. I expect to find something like this. Oh, I like it. Oh! Yeah, please! Yeah, please! God, you with the soul! Fire! Where's the guy, you? Say it about the fire! Gosh, it's getting hot. I wish they'd say something quiet. Yeah. I don't need your Hamburg girls. Much prettier at home, much prettier at home. Was sagst du? Give us a kiss, you love. Give us a kiss, yeah? Willst du kiss? Get it out, I'm the one I love. I'll marry myself. Hey, give us a kiss, yeah? Jeff! Where are you? We've got to go! Jeff! Jeff! Hey, du, Karl! Halte ihn, dann will ich bezahlen! Stopp, halte ihn! Dann will ich bezahlen! Wir müssen uns nicht mehr bewegen. Wir müssen uns an Bord. Hey, Johnny! Was ist denn? Hilf mal! Ich habe leider nicht bezahlt! Halt! Erst mal bezahlen! Los bezahlen! Erst bezahlen! Okay!
Ihr beiden, ein bisschen spät, nicht? Where have you been? Wir waren noch tanzen, da haben wir total die Zeit vergessen. You are my charming sister. Hey, hey, du mach mal halblang. Ist doch noch ein halbes Kind. Hey, hurry up on board. Have a good journey. Bye bye, have a good journey, ja. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Have a good journey. Bye bye. Bye bye. So, komm, lass uns ausfahren. Dumme Bengel. Braucht euch wirklich keine Angst zu haben. Vorhin hast du noch was anderes gesagt. Beiden, hm? Ja, hätte gern noch ein bisschen mit ihnen geklönt. Zu dämlich, dass ich das vergessen habe. Ja, aber wenn der Junge jetzt nicht kommt, dann müssen wir die Polizei anrufen. Die Polizei? Ja, die müssen ihn durchsuchen. Wer weiß, wo der Junge jetzt ist. Vielleicht ist er ja doch bei Timmermans. Ruf doch mal an. Herr Timmermann, ja, bitte entschuldigen Sie, wenn ich Sie noch störe. Hier ist Harmsen, ich wollte Sie nur mal was fragen. Unser Feed ist wohl nicht zufällig bei Ihnen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Die Bengels hatten heute Morgen doch da so ein Segelboot. Ach, Sie wissen das. Und Uwe ist schon da. Ja, unser Feed ist nämlich immer noch nicht da. Wir machen uns langsam Sorgen. Und da dachte ich, ja, ja, das sagt ja meine Frau auch. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ja, vielen Dank, Herr Timmermann. Auf Wiedersehen. Was willst du denn nun? Polizei anrufen. Guten Abend. Guten Abend, die Ware zu melden. Nee, wir haben nichts. Wir haben bloß zwei Freunde an Bord gebracht. Gut, danke schön. Hältst mich bestimmt für verrückt, aber... Na, was ist denn nun los? Ich glaube, ich weiß, wem das Rad gehört. Was für ein Rad? Das Rad, das da am Schuppen stand. Na und, was ist damit? Das war Fietes Rad. Was? Ja, das Rad mit den beiden Wimpeln, das gehört Fiete. Ach, so ein Shit. Na, nun sag dem Onkel mal schön, wie du heißt. Wenn du mir das Eis gibst, dann sag ich dir, wie ich heiße. Na, bitteschön.
Danke. Guck mal, was der Onkel hier hat. Eine Püppi. Und die ist ganz lieb. Sagst du mal der Püppi, wie du heißt? Wenn du mir die Püppi gibst, dann sag ich dir, wie ich heiße. Na, dann nimm sie dir mal. Na? Entschuldigen Sie. Guten Tag. Das ist meine Mami. Na, endlich. Sie werden schon sehnlichst erwartet. Na, dann erzählen Sie mal, wo Sie Ihre kleine Tochter vergessen haben. Mein kleiner Bruder ist weg. Der kleine Bruder auch noch. Haben Sie vielleicht noch mehr Verlustanzeigen zu machen? Das ist ein Irrtum. Ich bin nicht Ihre Mutter. Moment, Ulla, lass mich das mal erklären. Mein Name ist Karl Harmsen und das ist meine Schwester. Tja, mein Bruder, der ist ausgekniffen. Sehr wahrscheinlich ist er auf einem englischen Frachter. Und das hier? Sehr entzückend, aber leider nicht mit uns verwandt. Angeschmitten, wo der Lack jetzt? Na, wo ist denn der kleine Ausreißer? Das war eine Mami. Na, wählen Sie unseren meinen, der sticht wohl gerade in See. Ja, danke. Ja, die Zentrale bestätigt mir das. Ihre Eltern haben eine Suchanzeige aufgegeben. Friedrich Harmsen. Sie wohnen doch in Blankenese, ne? Mhm. Scheint das ja zu stimmen. Können Sie denn nicht mit dem Schiff telefonieren? Nee, das geht nicht. Telefonieren kann man nur über Elbe-Weser-Radio. Die kommen hier nach dem Hafen nicht durch. Nee. Da müssen wir wohl hin. Ja, hier war er 23, Hauptwachtmeister Petersen. Wir müssen sofort hinterm englischen Frachter her. Der hat einen blinden Passagier an Bord. Einen kleinen Jungen. Wann hat er losgemacht? Vor ungefähr 20 Minuten. Schuppen 28. Vor ungefähr 20 Minuten. Schuppen 28. Ist gut. Ich schicke auch den Bruder runter. Am besten ihr nehmt ihn mit. Danke. Na, der Mann los. Das Boot liegt Brücke 1. Danke, Herr Wachtmeister. Entschuldigen Sie. Meine Schwester ist weg. Ist das wohl deine Schwester? Ja, mein Schnaller. Wo steckst du denn? Da bei dem Onkel. Der hat Eis. Hier spricht die Polizei. Hier spricht die Polizei. Bitte drosseln Sie Ihre Fahrt. Wir kommen längsseits. Bitte lassen Sie ein Fallrepp herunter. Wir kommen an Bord. What's the matter? Crazy? Roberts, go on down. Get him on board. Yes, sir. Ulla, bleib du mal hier. Komm, nimm den Mann. Ich geh mit den Polizisten an Bord. Good evening, sir. The captain's on the bridge, waiting for you, sir. Thank you. Charlie, what the hell are you doing here? My brother has run away. He must be on your ship. But that's impossible. Out of the question. Peter! Hello? Peter! Peter, are you there? Peter? Are you there? Where are you? Peter! Peter! All right. Yeah, come on then. Peter! Peter! Peter, are you there? Better have a look, Johnny. Hello there! Peter! There's nobody there. Peter! 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 He must be here. Peter! Are you there? That's a nice swim, Peter. Hello, Peter! Peter! Not funny! Hat doch keinen Sinn, dass du dich versteckst! Wir finden dich doch auch so! Peter! Peter! Come on, Peter! 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 Where are you? Wo steckt der?
ihr denn? Fiete! Fiete! Where are you? Fiete! Charlie! What is it? The vault shouldn't be open. Fiete! Komm raus! Komm schon. Na, Fiete, du bist vielleicht ein Vollidiot. Das mit dem Segelboot bezahlt doch die Versicherung. Aber bevor die doch gleich immer so... Bevor die wird gleich immer so wütend. Naja, einen Rüffel wirst du schon kriegen, aber... dass du ausgerissen bist, das brauchen wir Vater nicht zu sagen. Das muss er nicht unbedingt wissen. Ne? Einverstanden? Und dass wir mich auf dem Sülberg waren, auch nicht, hm? Einverstanden? So, Herr Hansen, hier ist das Protokoll. Wenn Sie sich das bitte nochmal durchlesen und dann hier unterschreiben würden. Hier, ja? Ja, bitte. Aber dann müssen wir jetzt noch nach Schuppen 28. Jetzt noch? Oh, Fiete, bei dir piept's ja. Na, ich muss doch mein Fahrrad holen. Oh, Fiete. Na, dann komm jetzt. Nochmal vielen Dank, Herr Wachtmeister. Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Komm, du hast ihn ja. Das geht ja gut. Oh.